Ein Gegner stampft alle Splitter in den Boden. Ja, yay. Yeah, let's go. Let's go. Oh, cool. Okay. So eine Moft meint, dass das Spiel so unabwechslungsreich ist. Mal probieren können. Schön. Deswegen sind die Dinger nicht auf Zeit geschaltet. Weg. Das sieht aus, wäre das ein Rückweg. Hopp, blub. Aber hier. So ganz sanft. Also. Doch bestimmt irgendein Mod dafür, dass das so ist. Tempel resettet, alles nochmal neu. Boom. Na schön, hier haben sie auch noch Learning by Burning schön drin. Bisschen. Der Weg, wo wir lang sollen, also gehen wir da nicht lang. To ashes. Oh, okay. Ich glaube, dafür muss er draußen sein. Also ich mache das immer mit der S-Sprite, heißt das Programm, was ich benutze. Weil hier unten die, komm schon. Hier unten rumlaufen siehst, die habe ich zum größten Teil, außer die von Smash Brothers, habe ich die komplett selbst animiert. S-Sprite. Jetzt so der Official Hubs Game Over. Vampirspiegel? Das da sieht man nie jemanden drin.
Schlüsse kann er. Das ist halt wieder alles Übungssache. Halt sehr viel gepixelt. Keine Ahnung, wie ich da irgendwie einen Mob hinkriegen soll, der den Schalter abwerfen kann. Mal runter. Halt so. Hätte man gebraucht. Nix über eine ordentliche Respawn-Mechanik. Ja, mein Freund. Hammer. Komm schon. Novi. Das ist halt ganz viel Pixeln. Und dann aneinander rein. Dass es smooth aussieht. Warte mal da. Ein paar Rassen mit Stacheln. War klar. Irgendwo werden wir noch klein hier werden können tun. Wäre wesentlich einfacher gewesen als unten rum. Ach. Was wir von oben nach unten durchstanzen können. Ja doch, wir können sie immer noch wegjetzen. Da wartet es mal so dagegen donnert und die Viecher einen angucken, so. Der Pandora. Deswegen sind hier auch die Dinger zum Hochklettern. Ja. Einmal ab auf den Speicher. Irgendwas war über alle so abhalten muss, ey. Alarm! Danke. Hier, da wären wir weitergekommen. Einmal ist die Regel nicht applied, dass du dein Dash Bodenbums machst. Natürlich. Yeah.
Ja. Ja. Junge, ich muss hier durch. Egal, ob dir kalt ist. Yeah.